was da alles reinkommt, während sie zugeklebt wird. Wo hast du die Unterlagen? Also die Kapsel sehen Sie hier, ist noch offen. So, was, und hier hast du die Tüte, was da reinkommt. Zunächst einmal natürlich die Tageszeitung. Die Zeitung des Tages. Gibt es eine Präferenz? Bestimmte Tageszeitung oder alle? Ja, wir müssen ja sparen beim Bauen. Wir haben mal eine Zeitung genommen, die Kölner Stadtanzeiger. Du kannst ja den Werbeteil rausen lassen, glaube ich, wenn es eng ist. Würde ich mal sagen. Den Sport kannst du auch. Hier, Köln. Köln ist wichtig. Alles richtig. Alles okay. Werbung ist immer das Interessante. Also hier eine Zeitung, damit, wenn in vielen Jahren oder Jahrzehnten diese Kapsel gefunden und ausgegraben wird, man weiß, was war an dem Tag los. So, was kommt da noch hinein? So, das nächste ist dann unsere Einladung zur Grundsteinlegung. Dann haben wir aus dem Kalender Mülheim zweimal anders 2017 unsere schöne Skizze mit beigetan und eine kleine, auch eine Projektskizze. Tue ich das schon mal rein. Ich glaube, du tust erst die dicken Sachen rein, dann wird das alles passen. Hier, das sind ja noch Broschüren von euch aus eurer Arbeit und Geschichte. Ja, ich habe keine Sorge, es wird alles reinpassen. Da kommen die beiden Broschüren. Das ist einmal 20 Jahre SSM, wie alles entstanden ist, 1979 bis 1999. Und als eben alles ein Mietvertrag war und die Projekte laufen etc., kam eine zweite Auflage, 30 Jahre SSM bis zum Jahre 2009. Das heißt, im Jahre 2019 kommt leider wieder Arbeit auf uns zu. Dann wird es dann hoffentlich heißen 40 Jahre SSM. Dann kommt noch aus der bemerkenswerten Zeitung Draußenseiter. Da kam im Mai 2016 ein längerer Artikel über den SSM, wo er vorgestellt wird, aber auch hinsichtlich dem besonderen Charakter, nämlich immer protestieren und die Welt ein Stück verändern versuchen. Dann tue ich das mal rein. Ist noch ein bisschen Platz. Hier haben wir zwischendurch, das ist ganz wichtig, hat der Rainer uns Geld hingelegt. Man muss ja für die, die in 100 Jahren die Büchse aufmachen, ein bisschen Belohnung haben. Ja, schade um das Geld, aber na gut. Nein, es ist auch ähnlich, es ist ein festes Ritual, wie die Zeitungen dokumentieren den Tag, das Geld sozusagen, die Epoche, in dieser Zeit, in der das Geld gebräuchlich war. Ja, ohne Mach mit würde das alles nicht gelingen können. Deswegen gehört noch der Mach mit Rundbrief rein. Und ja, in dem Moment dann auch nochmal ein großes, dickes Danke für diejenigen, die so aktiv für uns, uns beistehen. So, dann kommt nochmal etwas ganz Wichtiges. Nämlich der LKW, der SSM-LKW, wir haben ja zwei. Das ist eigentlich unser wichtigstes Produktionsmittel, damit wir uns über Wasser halten. Und darüber kommen ja die Möbel, die dann auch hier in das Zelt kommen werden. Und ich bin auch noch nicht in der Zukunft angekommen, die dann in die Halle kommen. Und gleichzeitig ist dieser LKW für uns wichtig, damit können wir auch Baumaterialien fahren. Das ist ein Allround-LKW und neben all den anderen Sachen, die wir ja noch machen, wie Halle, wie Raumvermietung, wie Räume, der Verkauf von Secondhand-Möbeln etc., ist das sozusagen unsere Basis. Also ab in die Röhre für die Zukunft. Und dann, last not least, kommt noch eine Würdigung von unserem Hallengründer. Dazu muss ich sagen,
Ich habe zwar noch nie eine Grundsteinlegung moderiert, aber manchmal zugesehen. Und das, was jetzt reinkommt, ist wirklich außergewöhnlich einmalig. Das ist ein Foto von unserem Halleninitiator, Reinhard Röder. Er hatte die Idee gehabt, was kann aus dieser Halle, die vom Halsstadium war, doch alles werden. Und er hat die Idee und die Kraft gehabt, das letztendlich auch durchzusetzen, auch gegen mich, einer der größten Skeptiker. Und er hat recht gehabt, aber er selber kann das eben heute nicht mehr erleben, weil er ist im Januar 2015 an Krebs gestorben. Und insofern finde ich es eben toll, dass wir ihn hier nochmal würdigen können. Einerseits mit dem Foto. Und zur anderen, willst du was sagen? Bitte schön. Ja. Also ich halte das mal. Soll ich dir noch was sagen? Ich sag's nur noch vorher, was? Und hier ist noch von ihm etwas Asche. Und die kommt eben jetzt auch von seiner ehemaligen Freundin Ute, die sie jetzt reintut. Und dann können wir die. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Also es gibt sozusagen ein amtliches und ein nebenamtliches. Man möchte natürlich fragen, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen immer noch die sogenannte Friedhofspflicht, wie seid ihr an die Asche gekommen, aber darüber schweigen. Das ist jedenfalls eine wunderbare Geste. Und jetzt werdet ihr die Kapsel verklebend schließen und in der Zeit, während ihr das macht, habe ich gesehen, da ist er ja. Du bist jetzt herzlich eingeladen, etwas das ist Pashango, von dem, was du uns musikalisch bietest, es handelt sich um Reggae, habe ich gehört, hier vorzustellen. Jetzt haben wir... Hola, buenos dias. Hallo, meine Damen und Herren, wie geht's? Solo voy por mi pena, sola va la condena, correré mi destino por no llevar papel. Me dicen el gran chimbón, esta grande papilón, me llaman el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma de la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra clandestino, africano clandestino, nigeriano clandestino y la mota ilegal. Solo voy por mi pena, sola va la condena, correré el mi destino por no llevar papel. Me dicen el gran chimbón, en esta grande Babilón, me llaman el clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma de la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra clandestino, africano clandestino, nigeriano clandestino y la mota ilegal. Mano negra clandestino, africano clandestino, nigeriano clandestino, marihuana ilegal. Ja, bleibt der Stein drauf? Ja.
Dennis, pass mir, dann bleibt der doch unten. Symbolisch. Achso, symbolisch. Ja, dann will ich hier will ich ja dann die Platten. Ja, hier ist auch schon mal alles gerade gelaufen. Was hast du denn? Ja, gesagt. Aber ein Schiff ist da. Hi. Jetzt läuft alles nur noch klar. Jetzt guckt das. Das geht ja gerade so rum. Ja, jetzt. Nada más.